Was geht ab, meine lieben Freunde? CZMX Tricks am Start und ich bin mal wieder zurück mit einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und zwar habe ich heute für euch die heftigsten GTA 5 Rekorde mitgebracht. Sei es Rekorde, die von dem Spiel selber aufgestellt wurden oder Rekorde, die von Spielern in diesem Spiel aufgenommen wurden. Und bevor ich lang drum herum rede, nur eine Information vorab. Wenn ihr Bock habt, unserem Discord-Channel beizutreten, dann seid ihr alle herzlich willkommen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie alle Social-Media-Links und unser Link zum Merch. Also wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal abchecken. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los mit den Rekorden in Grand Theft Auto 5. Wer hat damals nicht sehnsüchtig auf den Release von GTA 5 gewartet? Die meisten von euch wollten dieses Spiel nach den ersten Trailern unbedingt haben, genauso wie ich. Und deswegen werden wahrscheinlich auch die meisten von euch, genauso wie ich, dieses Spiel vorbestellt haben. Und dann war es endlich soweit. Am 17. September 2013 kam GTA 5 endlich auf den Markt für, wie gesagt, PS3 und Xbox 360. Und der Anfang einer neuen Ära hat begonnen. Dieses Spiel hat insgesamt 7 Weltrekorde im Guinness Buch der Rekorde aufgestellt. Und das, bei den meisten Rekorden zumindest, innerhalb von nur 24 Stunden. Einen Tag hat es gedauert, dass GTA 5 mehrere Rekorde im Guinness Buch der Rekorde geknackt hat. Das müsst ihr euch auf jeden Fall erstmal auf der Zunge zergehen. Dieses Spiel ist einfach nur krank. Die Produktion dieses Spiels hat etwa 200 Millionen US-Dollar gekostet. Das klingt erstmal viel und es ist auch viel, wenn man das nämlich mit dem teuersten Film vergleicht, und zwar Pirates of the Caribbean 3, der etwa 341 Millionen US-Dollar gekostet hat, dann ist es für ein Spiel echt eine ziemlich hohe Hausnummer. Wenn man jetzt aber dazu legt, was Rockstar Games für einen Umsatz mit diesem Spiel gemacht hat, innerhalb der kürzesten Zeit, dann klingen diese 200 Millionen plötzlich gar nicht mehr so viel. Rockstar Games hat es nämlich geschafft, dass GTA 5 das am schnellsten verkaufte Videospiel innerhalb der ersten 24 Stunden geworden ist. Dazu fällt auch gleichzeitig, dass es das am schnellsten verkaufte Action-Adventure innerhalb der ersten 24 Stunden ist. Und daraus resultiert logischerweise ein Mega-Umsatz, und zwar ist es damit auch gleichzeitig das Videospiel mit dem höchsten Umsatz innerhalb der wohl ersten 24 Stunden. Und das ist mega heftig. Und das Gesamtprodukt von GTA 5 als Entertainment-Produkt und nicht als reines Videospiel hat auch einen Rekord geknackt. Und zwar, dass am schnellsten einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. Hier geht es nicht nur um Videospiele, Leute, sondern auch in der Filmindustrie, Serienindustrie und so weiter und so fort. Dieses Spiel hat es als Entertainment-Produkt geschafft, am schnellsten 1 Milliarde US-Dollar Umsatz zu machen. Umsatz, also reiner Gewinn. Dazu fällt auch gleichzeitig der Rekord, dass es als Entertainment-Produkt den höchsten Umsatz innerhalb der ersten 24 Stunden generiert hat. Also nicht nur die 1 Milliarde Umsatz in kurzer Zeit, sondern dementsprechend auch den höchsten Umsatz innerhalb der ersten 24 Stunden. Das sind nicht direkt die 1 Milliarde gewesen, die kamen dann einige Zeit später. Und da es als Entertainment-Produkt den höchsten Umsatz innerhalb der ersten 24 Stunden geknackt hat, hat es auch den Rekord geknackt als Videospiel mit dem höchsten Umsatz innerhalb der ersten 24 Stunden. Und zu guter Letzt hat es noch einen Rekord mit dem Trailer von GTA 5 geknackt. Und zwar war es der Trailer als Action-Adventure-Genre, der am häufigsten gesehen wurde. Damit haben wir als Summe 7 Rekorde im Guinness-Buch der Rekorde für ein Spiel, was released wurde und innerhalb der ersten 24 Stunden Geschichte geschrieben hat. Noch eine letzte Information zu dem Spiel selber. Bis heute wurde dieses Spiel für alle Konsolen zusammengerechnet über 75 Millionen Mal verkauft. Also für PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360. 75 Millionen Mal bis zum heutigen Datum. Das ist eine heftige Zahl, Leute. Jetzt geht's aber weiter mit den Rekorden, die Spieler in diesem Spiel geknackt haben. Wie lange gibt's jetzt schon die Speedrunner-Szene? Es gibt so viele Spiele, ich würde sogar sagen, fast jedes Spiel hat eine Kategorie, in der man Speedrun kann. Und genauso auch GTA 5. Hier gibt es 3 Kategorien, in der sich Speedrunner ausleben können. Kategorie Nummer 1 ist die Classic-Kategorie. Hier muss man das Spiel mit allen 3 Charakteren im Story-Modus durchspielen und das Spiel mit dem Ende C absolvieren.
Hier dürfen keine Glitches benutzt werden, hier darf man keine Missionen skippen und generell darf man hier nicht irgendwelche Exploits benutzen. Dann gibt es die Kategorie Any. Hier darf man Glitches benutzen, hier darf man Missionen skippen und generell alles Mögliche machen, um dieses Spiel absolvieren zu können. Und die letzte Kategorie ist die 100% Kategorie. Hier muss man das Spiel, wie es der Name sagt, zu 100% durchspielen, ohne Glitches zu benutzen. Das heißt, ihr müsst wirklich alle Missionen machen. Story-Modus, Fremde und Freaks, Sachen sammeln und so weiter und so fort. Und hier haben es Leute geschafft, die heftigsten Rekorde aufzustellen. Und die möchte ich euch jetzt präsentieren. Kurz bevor ich jetzt auf die Rekorde eingehe, gibt es natürlich noch andere Kategorien, in denen Spieler Rekorde aufgebaut haben. Beispielsweise gibt es da noch die OHKO Challenge. Das ist eine Challenge, bei der man einen Mod installiert, der einem 1 HP gibt, sodass man bei jedem Typ von Damage direkt stirbt. Man hat die Challenge nicht verloren, wenn man stirbt, das geht aber natürlich in die Zeit. Dann gibt es aber noch zum Beispiel im Online-Modus die Heist Challenge. Wer schafft es am schnellsten mit seiner Gruppe, die Heist Challenges zu absolvieren? Aber darauf gehe ich auf jeden Fall auch noch ein und deswegen jetzt viel Spaß mit den Challenges. In den ersten drei Kategorien, die ich euch genannt habe, also Classic, Any und 100%, ist es aktuell der Spieler Dark Viper AU aus Australien, der diese Weltrekorde hält. Er hat gerade mal vor einigen Tagen den Weltrekord in der Kategorie Classic übertrumpft. Vorher war es der Spieler Torix LF. Übrigens, alle Informationen, die ich hier in diesem Video nenne, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze nachlesen wollt. Aber kommen wir nochmal zurück zum Spieler Dark Viper AU. Der hat vor einigen Tagen schon mal versucht, die Kategorie Classic zu trumpfen. Dabei ist ihm aber ein mieser Glitch passiert, der ihm den Rekord gekostet hat. Einen Ausschnitt hier. There was a bug with the trucks where I was unable to get in because it was damaged. I just lost a tire. Well, this is now scary. This is I can't make it. I can't make it. Und beim zweiten Versuch passierte genau das gleiche. Broken. The game's dead. One's dead. I can't get up this. This is the bug. It's bugged. I can't complete. It's broken. I literally can't go in here. One's dead. Aber nur ein paar Tage später versuchte er es erneut und knackte den Rekord mit 6 Stunden, 36 Minuten und 5 Sekunden. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr seid im Durchschnitt knapp 7, 8 Stunden ungefähr auf der Arbeit oder in der Schule. Der Kerl hat das Spiel innerhalb von 6 Stunden und 36 Minuten durchgespielt. Also an dem Tag, an dem ihr in der Schule gewesen seid, hat er das in dieser Zeit einfach komplett durchgespielt. Also nicht 100%, sondern einfach nur den Story-Modus. Die 100% hat er aber auch geknackt und zwar in 10 Stunden. Also ungefähr 3 bis 3,5 Stunden mehr als für den normalen Run. Und in der Kategorie Any, also mit Glitches und Missionsskipping und so weiter und so fort, hat er das Ganze innerhalb von knapp 4 Stunden geschafft. Also 3 Stunden und 56 Minuten. Respekt an Dark Viper AU für diese 3 Weltrekorde. Aber er hat es selber in seinem Twitch-Stream gesagt, es war ein ziemlich schlechter Run, in dem er die Klassik-Kategorie getoppt hat. Und er meinte, er könnte sich selber locker um mindestens 14 Minuten noch zusätzlich toppen. Wenn ihr Bock habt, das Ganze anzuschauen, habt ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Checkt es auf jeden Fall mal aus, wenn es euch interessiert. Es ist auf jeden Fall sehr heftig, was der Kerl da geleistet hat. By the way, noch angemerkt, für die 100% Kategorie muss man insgesamt 161 Missionen absolvieren. Und das in 10 bis 11 Stunden. Das ist auf jeden Fall mal eine Leistung. Denkt euch mal zurück in eure Position, als ihr das erste Mal GTA 5 gespielt bzw. auch durchgespielt habt. Wie lange habt ihr da gebraucht? Natürlich, ganz davon abgesehen, dass ihr überhaupt nicht nach der Jagd nach der besten Zeit wart. Aber trotzdem, überlegt euch, setzt euch mal in diese Zeit zurück, als ihr das erste Mal durchgespielt habt. Wie lange habt ihr dafür gebraucht damals?
Schreibt's mal unten in die Kommentare. Ich habe das Spiel, by the way, zweimal durchgespielt. Ich will gar nicht wissen, wie oft Dark Viper AU dieses Spiel schon durchgespielt hat, um diese Rekorde zu knacken. Weiter geht's aber jetzt mit der OHKO-Runde, also mit dem Mod, bei dem man direkt stirbt, wenn man irgendeinen Schaden bekommt. GG. Oh, thank God. Hooray. Well, I guess that's done. ToryxLF hat diesen Rekord aufgestellt mit knapp 9 Stunden in der Classic-Kategorie mit der OHKO-Modifikation. Das ist auf jeden Fall beachtlich. Stellt euch mal vor, ihr hättet das damals gespielt und wärt bei jedem Damage direkt gestorben. Ich kann euch eins sagen, ihr werdet maßlos ausgerastet. Aber Respekt auf jeden Fall an Toryx, er hat die Geduld behalten und das in 9 Stunden absolviert. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Rekord mit GTA Online mitgebracht. Und zwar geht es natürlich um die Heist-Mission, die 4 Speedrunner Rock24, Penguin, Ilan Truyel und LaxiTab L84 haben es geschafft, in 3 Stunden, 42 Minuten und 22 Sekunden alle Heist-Missionen auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Die haben einige Glitches benutzt, zum Beispiel haben die am Ende nicht die Elektros benutzt, sondern ein Kuruma. Aber sei es mal dahingestellt, das ist auch eine beachtliche Zeit. Und das war's jetzt eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas nachlesen wollt, findet ihr alle Informationen auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Einfach mal den Links folgen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Social Media Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.